Moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur F1-Karriere, heute beim großen Preis von Ungarn, und wir könnten quasi sagen, dass die Sommerpause, die in der realen F1 nach dem Ungarn-GP kommt, bei mir jetzt quasi vorm Ungarn-GP stattgefunden hat. Das tut mir natürlich leid, ich hatte selbst relativ wenig Motivation gefunden in den letzten Wochen, da ein bisschen mehr in der Karriere zu fahren, aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall ein bisschen regelmäßiger wird, weil das sonst ein bisschen doof wäre. Und ja, dementsprechend tut mir das auf jeden Fall leid, aber springen wir doch einfach mal hier wieder ins Rennwochenende. Und da beginnen wir erstmal mit dem Gesamtpunktestand. 75 Punkte auf dem Konto, 14 Punkte Rückstand zu Pierre Gasly, das ist schon mal eine ziemlich ordentliche Sache. Und unser Teamkollege ist weit auf Distanz gehalten. Und in der KWM, da ist Toro Rosso klare vierte Kraft, 96 Punkte. Insgesamt 29 Punkte Vorsprung da vor Racing Point. Und wir haben Upgrades gebracht, sowohl in der Aerodynamikabteilung, auch wenn da eins gescheitert ist, als auch in der Chassisabteilung war was in der Entwicklung. Da ist aber nichts durchgekommen tatsächlich. Und beim Motor, da ist ein kleines Upgrade durchgekommen. Heißt, gar nicht mal so viele Upgrades, auch wenn viele in der Entwicklung waren. Ein paar sind halt gescheitert, aber trotzdem sind wir weiterhin auf Augenhöhe mit McLaren. Und ganz vorne ist Red Bull auf Augenhöhe mit Mercedes. Ziemlich krasse Sache. Und heute haben wir ein Regenrennen, allerdings nur zu Beginn. Irgendwann soll die Strecke dann abtrocknen und dann müssen wir gucken, was für eine Strategie bei den Trockenreifen fahren wir. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Defizit von 5 Runden Benzin mit dabei und da bin ich gespannt, ob ich die Benzinmenge wieder einsparen werde und wie viel Zeit uns das Ganze denn letztlich kosten wird. In Ungarn kann man ja sehr viel Sprit sparen, vielleicht klappt das ja gut. Und jetzt nochmal ein Blick auf die Startaufstellung. Ganz vorne haben wir auf der Pole Lewis Hamilton vor Pierre Gasly, Max Verstappen und Valtteri Bottas. Für Gasly wird es langsam eng da vorne in Red Bull. Dann Charles Leclerc vor Vettel, Sainz und Kwiat. Lando Norris vor Perez, Raikkonen, Magnussen, Ricciardo dann vor Hülkenberg. Ich dann vor Lance Stroll, Romain Grosjean, Giovinazzi, Kubica und Russell. Und die Qualifying-Runde, die gibt es heute nicht, denn bei mir ist so ein bisschen, und das wird man vielleicht hin und wieder im Rennen merken, ein bisschen was komisch mit den Framerates, denn ich habe meinen PC komplett neu aufsetzen müssen und ja, irgendwas ist da wahrscheinlich beim Grafikkartentreiber nicht ganz glatt gelaufen. Vielleicht auch bei Windows, ich werde das auf jeden Fall komplett neu aufsetzen, aber im Qualifying war das wirklich nicht ansehnlich. Im Rennen geht es allerdings wahrscheinlich über die meiste Distanz, aber ich arbeite auf jeden Fall an dem Problem und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Rennen. Let's go! War ein guter Start. Erst eine Position nur verloren und jetzt zum einen den Racing Point wieder überholt und zum anderen Nico Hülkenberg. Jetzt bin ich dran an Kevin Magnussen. Auf manchen Strecken funktioniert es gut mit der Regenfahrt, auf manchen nicht. Auf dem Hockenheimring war ich gefühlt relativ langsam. Aber hier fühle ich mich gerade richtig wohl. Halleluja, der Exit. Sehr spät angebremst. Ich habe fast den Bremspunkt genommen, den ich bei der Trockenfahrt nehme. Sind by the way auf 104 unterwegs
ich denke, ich werde das in Zukunft einfach immer wieder mal in die Beschreibung packen, auf welcher Stufe ich unterwegs bin. Dann muss ich es nicht immer wieder im Video thematisieren. Allerdings, ja, kann es sein, dass ich es vergesse und dann gerne mal drauf hinweisen. Und dann werde ich das einfach mal nachtragen. Da bin ich nicht nachtragend. Aber wobei, in der Hinsicht schon. Ja, soll nur etwa 5 Minuten regnen, hieß es gerade noch. Pro Runde schaffe ich sie ungefähr gerade 0,3 Liter, ungefähr 0,3 Runden Sprit wieder gut zu machen. Das Auto quer, warum auch immer. Ich kenne eine mögliche Ursache. Jetzt auch das ERS runterdrehen passt eigentlich ganz gut, weil die Reifen gerade nach dem Quersteher schon durchaus überhitzen könnten. Oh boy, die Hinterreifen sind heiß. 94 Grad, wirklich? Oh Gott. Gut, dass mir das Menü direkt wegklappt. Jetzt passt's besser. Also eine Runde voller Ruhe und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder pace-technisch dort, wo wir sein sollten. Und ab jetzt Vorsicht beim Überholen. Ja, die Reifentemperatur ist unheimlich wichtig. Das sollte man nie aus den Augen verlieren. Ja, der Abtriebsverlust ist halt enorm hier in Ungarn. Jeder fährt mit enorm viel Abtrieb, das heißt, die Dirty Air ist entsprechend richtig, richtig stark spürbar. Und wenn du 3/10 hinter einem Renault bist, dann geht dir fast der gesamte Abtrieb abhanden. Was bedeutet, dass du
gerne mal quer stehen kannst. Und sobald du quer stehst, sieht's mit deinen Reifen eigentlich ziemlich schlecht aus. Und hinter uns hat wohl jemand Probleme, das ist ein Williams. Und vielleicht sogar zwei. George Russell ist ausgeschieden. Okay, die Aufnahmen laufen beide. Super. Ja, ich hatte in letzter Zeit nämlich auch technische Probleme. Das ist ein Teil dessen, dass die Karriere jetzt doch wieder seltener kam. Aber ansonsten, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ein etwas größerer Teil oder der Hauptteil ist halt, dass ich tatsächlich sehr unmotiviert war, was die Karriere angeht. Ich habe keine Ahnung warum. Wobei so ein bisschen eine Vermutung habe ich schon. Stream macht aktuell unfassbar viel Spaß. Und die Karriere, die hat mich in den letzten Wochen nicht so wirklich gecatcht. Aber es tut mir leid, weil ich habe das ja beim letzten Mal angekündigt. Hey, jetzt kommt die Karriere wieder regelmäßiger, häufiger. Und dann hat sie jetzt sogar, ja, nicht den wöchentlichen Rhythmus, nicht mal den gehalten, sondern kam, glaube ich, eine halbe Woche zusätzlich gar nicht. Also jetzt haben wir Freitag, so gesehen fast zwei Wochen seit der letzten Folge. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich wieder die Karriere häufiger bringe. Und das sei auf jeden Fall gesagt an der Stelle. Absolutes Untersteuern. Vorne links der Reifen ist nämlich das Problemkind auf dieser Strecke. Eigentlich sind es gar nicht die Hinterreifen. Oh, ich überlege gerade, ne? Ich würde eigentlich super gerne jetzt schon in die Box gehen. Das macht halt noch niemand anderes. Aber nach dieser Runde gehe ich auf jeden Fall rein. Aber das wirkt ausreichend trocken. 7 Runden sind wir gefahren. Das heißt 14 pro Mediumsatz. Könnte natürlich auch versuchen, auf dem Harten durchzufahren, aber nee. Ich glaube, das wäre zu langsam, der Reifen. Und jetzt kommt tatsächlich die Strategieoption. Na, schade. Hätte ich in der letzten Runde reingehen können. Kann das Menü sich bitte schließen? Ich will nicht auf die gebrauchten Softs gehen, oh Gott. Aber ist mal schön, ein bisschen kämpfen zu müssen für die Punkteposition. Aua. Ja, ich glaube, jetzt eine Runde weiterzufahren wäre unklug. Da verlierst du safe deine 8, 9, 10 Sekunden und Dani Kwiat. Oh, bei dem hat es auch dicken länger gedauert und jetzt komm schon. Leute, ich weiß, wir verlieren ein paar Plätze, aber immerhin dran an Magnussen, aber die fahren soft, medium, alles klar. Da bin ich mal gespannt. Deren Reifen dürften wahrscheinlich deutlich schneller auf Temperatur kommen, Grip bekommen. Ich bin mir nicht so sicher, wie es nach so 4-5 Runden ausschaut, weil dann dürften die Softs eigentlich hinüber sein.
Meine Reifen kommen aber auch auf Temperatur durch sowas. Eieiei. War blöd, da auf dem Körper zu bleiben. Köln ist jetzt hinter uns. Ja, im Moment kann ich gegen Lance Stroll nicht so viel ausrichten. Aber vielleicht kann ich mich in den Windschatten hängen. Die KI ist in dieser Zwischenphase ja eh unfassbar schnell und Kollision zwischen einem Red Bull und Bottas war's. Und damit zurück auf die 12. Trotz Fehlers, trotz Boxenstopp Zeit verloren. Trotz Überholmanöver von Stroll. Position wird gehalten. Krass. Punkte werden hier natürlich enorm. Lance Stroll war etwa 13. im letzten Sektor schneller. Oh mein Gott, die Hinterreifen. Das Ding ist, ich kann gar keine Softs wählen, weil die sind komplett abgenutzt bei mir. Das Qualifying hinterlässt logischerweise seine Spuren. Und fürs Rennen waren die für mich nicht in meine Strategie mit einkalkuliert. Stroll eine Sekunde schneller gewesen in der abgelaufenen Runde. Jetzt im ersten Sektor nur eine Zehntel schneller. Also manche Kurven bin ich auf dem Regen irgendwie sicherer durchgekommen. Auf nasser Fahrbahn. Jetzt komme ich näher ran. Na, nicht ganz. Eine Zehntel insgesamt in der Runde verloren, aber die Reifen sind ähnlich schnell und damit beginnt das, was ich angekündigt hatte. Nach 5 Runden ungefähr
Da sind die Softs durch. Die überhitzen und bauen schneller ab. Auch wenn ich eigentlich mir andere Messlatten als Troll rauspicken muss. Um meine Pace in Relation zu setzen. Noch bin ich ein Ticken langsamer. Status Teamkollege. Sekunden. Bei 21,3 ist er gerade gefahren. Okay, jetzt bin ich auch schneller als der Teamkollege. Es sei denn, er ist eine bis neuntausendstel schneller gewesen in der Runde. Nur noch in dieser Runde nicht so gut die Durchfahrt dort. Die ersten Autos sind schon an der Box. Status Teamkollege. Elf,5. 21,4, sehr gut. Mein selbst ich habe jetzt über 20% Abrieb auf den Reifen. Und am Ende werde ich die frischeren Mediums haben, das ist cool.
Status-Teamkollege. Status-Teamkollege. Okay. Schade, den Abstand habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich sehe die Schrift hier leider auch mit dem Monitor nicht. Was das angeht, ist mein Seat-Setup gerade ein bisschen ungünstig. Okay, die müssen 20 Runden auf dem Medium-Satz fahren. Das ist aber nicht schlecht. Ich meine, überlegt mal, ich fahre jetzt schon 8 Runden auf dem und ich bin bei über 20% angelangt. Mal 2,5, die kommen auf jeden Fall bei ungefähr 50% raus, die Leute. Während ich 14 Runden fahren werde, das heißt, ich bin mal knapp unter 40%, wenn ich an die Box komme. Ja, und ich weiß, bei F1 2016 zum Beispiel, da habe ich immer wieder gerne die Reifen super lang gezogen. Da habe ich die Stints ja lang gemacht, als wären es die Pausen in der Schule. Man ist im Kiosk und will noch einen Schokoriegel kaufen, ehe man zum Unterricht zurückkehrt. Das ist auch geil, diese Schulpausen, die eigentlich komplett sinnlos flöten gegangen sind, weil man irgendeinen Kleinkram aus dem Kiosk kaufen wollte. Super sinnlos, aber hier ist es halt nicht mehr so drin, dass man die Stints so super lang zieht. Das kostet halt tendenziell viel Zeit. Ich fühle mich auf jeden Fall auf den Mediums gerade relativ wohl. Ja, an Kwiat komme ich vermutlich nicht mehr ran im Laufe des Rennens, aber das ist halt Ungarn. Da bin ich mal langsamer. Passiert. Ich behaupte mal, dass Kwiat mich für den Rest der Saison nicht mehr besiegen wird. Plötzlich auf P5 natürlich, aber auch dadurch begünstigt logischerweise, dass Bottas und Verstappen sich da in die Quere gekommen sind. Ich glaube, es war Verstappen. Es war auf jeden Fall ein kürzerer Name. Längerer Name. Es war ein kürzerer Name. Gasly ist zu lang. Bin mir aber nicht sicher. Kann natürlich sein, dass da irgendwas anderes umgesprungen ist. Oh Mann. Fokus aufs Rennen. Alter. Ja. Yo. Ein bisschen ERS-Power abgerufen und schon Pace nach unten korrigiert. Jawohl. Thank you.
ob ich Sainz ein bisschen aufhalten kann. Vielleicht hat Kwiat die Chance auf P5. Theoretisch könnte ich sogar durchfahren. Auf harten hätte ich das auch gekonnt, aber never ever. Oh Gott, die wären am Anfang vor allem nie auf Temperatur gekommen. Ich zum Ende des Reifenzyklus schon so ein bisschen so struggle. Was erwartet denn die anderen Leute am Ende der Softs, Mediums? An deren Ende der Mediums, weil die fahren die bis über 50%. Zumindest die meisten Lance Stroll nicht, aber das ist das Coole. Wir haben im zweiten Stint jetzt eine unfassbar geile Aufholjagd. Das wird richtig gut. In meinem Kopf spielt sich gerade Thunderstruck ab. Perfekter Song, um eine Aufholjagd einzuleiten. Und Sergio Perez ist natürlich mal wieder seinem OP-Status gerecht geworden. Überholt da knallhart meinen Teamkollegen. Oh, Alter. Okay, richtigen Reifen sind ausgewählt. Passt alles, let's go. So, let's go. Stroll schon wieder auf Soft? Giovinazzi. Wait, what? Warum lässt sich Jeff so eine schöpferische Pause, bevor er anfängt zu reden? Na gut, das ist egal. Wichtig ist pushen. Ja, da sieht man mal den Unterschied zwischen neuen und alten Mediums. Innerhalb einer Runde 1,7 Sekunden von Hülkenberg weg. Natürlich auch ein bisschen durch den Motormodus begünstigt, aber
Hey. Denk mal, über eine Sekunde ist da trotzdem drin und... Das ist auf jeden Fall einiges. Okay, das war mal eine krasse Divebomb. Eigentlich nicht meinem Stil gerecht, sorry dafür. Also wirklich, da muss ich jetzt nachhaltig den Kopf schütteln. Ich bin glücklich aus der Chose rausgekommen, aber ich habe gerade so ein bisschen im Kopf so eine... Weiß nicht, so ein bisschen... einen Moment gehabt, wo ich an ein paar Ricardo-Manöver oder so gedacht habe und mir gedacht habe, ah ja, komm. Now or never. Hätte ganz schnell die Aufholjagd beenden können. Oh Gott. Aber manche sagen ja auch, fahr mal aggressiver, Dave. Aber nee, das war halt einfach nur unschön, wirklich. Im GT-Sport hätte ich mich da zu Recht drüber aufgeregt. ...14,3 Sekunden. Da waren rund 11 Sekunden hier tatsächlich. Leider habe ich den Abstand... ...beim ersten Boxenstopp nicht so genau, nach dem ersten Boxenstopp. Dann hätte ich gerne gewusst, wie sich das von da aus entwickelt, weil... ...näher als diese 11, noch was Sekunden werden wir auf jeden Fall dran sein zum Ende hin, aber... Wird natürlich schwierig, so nah ranzukommen wie vor dem Boxenstopp im Regen. Wobei das natürlich auch der Zustand war ohne Boxenstopp, der bei mir länger dauert als bei Kwiat und so. Insofern ist es logischerweise so, dass der Abstand direkt danach ein bisschen größer war. Schätzungsweise dann vermutlich so... 2-3 Sekunden mehr als davor, aber auch da, ich kann den Abstand halt nicht einschätzen. Waren es 5, 6, 7 Sekunden vermutlich. ...13,3, das sieht schon mal gut aus. Sieht auf jeden Fall nach dem Einzug in die Punkteränge aus. Es
12,0 Sekunden. Komm her, Kumpel. Okay. Schade, das wäre ein schönes Manöver jetzt gewesen. Aber vielleicht kriege ich den Renault in der zweiten DRS-Zone jetzt. OP Perez ist wieder hinter mir, oh Gott. Ach, der hatte wieder Softs drauf und der hat wieder Softs drauf, okay. Also, Racing Point hat komplett den Strategievogel abgeschossen. Ich behaupte mal, gut ist die Strategie von den Jungs nicht. Oh Gott. Zwar schon in den Punkterängen, aber natürlich will ich noch den Haas und den McLaren bekommen und so. Komm schon. Ich steck noch viel Pace drin. Na, vielleicht hat Perez mit Ricardo auch Probleme. Oh Gott, ich war im ersten. Wollte im zweiten sein. Sich der Unterboden gerade für den Curb bedankt. Gerne, gerne Unterboden. Gute Choreo. Vor mir wieder Sainz, der hat aber mächtig Pace verloren. Da ist der Haas easy vorbeigezogen und jetzt sehe ich Sainz auch schon. Uiuiui. Keine Ahnung, ob das in den letzten Runden der Fall war, weil eigentlich ah,
habe ich mich nur noch auf Ricciardo konzentrieren können. Und direkt 1,7 Sekunden weg, jawohl. Sagen, heißt aber auch, dass Perez vermutlich schnell vorbeikommt. In einem alternativen Karriereverlauf wären wir jetzt Teamkollegen, Sergio, also lass mich bitte, bitte in Ruhe. Die einem bei sowas auch noch Platz machen, das ist echt krass. Die ziehen ja manchmal einfach nur stumpf zu und da machen sie einen Platz, als, keine Ahnung, gäbe es das im Sonderangebot. Groben Schnitzers nur eine Zehntel zu Magnussen verloren. Ärgerlich, zwei, drei Fehler hinter Ricciardo weniger und ich hätte auf jeden Fall eine Chance gehabt, mir den Haas zu schnappen. 10,8 Sekunden. Uff. Wieder der arme Unterboden. Und hier keine Chance für Perez. Außenrum konnte er den zusätzlichen Grip nicht in Pace ummünzen. Kommt schon noch eine Runde gleich.
Okay, Problem von Sainz ist wohl weg. Aber er ist etliche Plätze weiter zurückgefallen. Yes, okay. Jetzt keinen Fehler mehr machen. Jawohl. Schöne Aufholjagd. Am Ende die Attacken abgewehrt von Sergio Perez. Sauberes Ding! Und Alter, ich bin sogar über eine Sekunde weg. Oh mein Gott. Okay. Ja, Fehler gemacht, aber es ist Ungarn. Ich habe erwartet, dass es ein verhältnismäßig schwaches Rennen ist. Ziel erreicht, Punkte geholt. Und das ist es! Schönes Ding. Sauberes Rennen. Uff. Das war anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Eieiei. Boah, vor allem, dass du konsequent irgendwas hattest, wo eine Unsicherheit drin war. Du konntest bis zum Schluss nicht einschätzen, hey, wo geht die Reise hin? Da hat Sainz mal ein Problem, da ist Perez plötzlich auf einer 3-Stopp. War es ein 3-Stopp? Ja, war eine 3-Stopp. Dann, ja. Hast du die Medium-Reifen später erst im Rennen, weißt aber nicht, wie schnell die sind, dann hängst du hinter denen Ricardo fest, während du an Stroll, glaube ich, easy vorbeikamst. Nee, den hatte ich ja, der ist ja in die Box gefahren. Und Gasly, Zweiter. Mal gucken, ob der das nochmal irgendwann wiederholen kann. Ja, also, auch die schnellste Runde geholt. Insofern, diesem Rennen mal richtig, richtig dick gepunktet. Verstappen nicht, Bottas nicht. Ja, und wir sind auf der 8. Sehr schön. Am Ende 11,4 Sekunden hinter Kwiat gewesen. Also doch nicht weniger als diese besagten 11 Sekunden tatsächlich. Aber gut, das kam natürlich durch den Zweikampf mit Perez auch so ein bisschen zustande, logischerweise. 1,1 Sekunden. Da hat es sich gelohnt, die gesamten Reserven nochmal für die letzte Runde sich zu sparen, weil da hat der gebrauchten Reifen dann. Dann waren die Softs nicht mehr so viel schneller. Und dann kannst du sagen, ja gut, jetzt gehe ich in den Party-Modus und mache Hammer-Time. Und das hat auch funktioniert. Ja, muss man auch, glaube ich, einfach mal kurz auf die Zeiten gucken und auch so ein bisschen von den Zahlen her nachzuvollziehen, was ich meine. Ja, guck mal. Die Runden zuvor alle mal so 1,5-2 Sekunden langsamer. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen gefangen, weil das war fahrerisch auch nicht so gut in den Runden zuvor. Ja, ich behaupte, ab Runde 27, gut, da war ich wahrscheinlich meistens im Zweikampf. Das sieht man auch in Runde 30, da bin ich auch mal schnell plötzlich gewesen. Aber ja, die vier Runden da drauf, die hätte ich eigentlich alle schneller fahren müssen. Aber ich habe Fehler eingestreut. Insofern, die Strategie war eigentlich besser, als ich sie letztlich umgesetzt habe. Und ohne Fehler komme ich schneller an Ricardo vorbei und wäre so oder so deutlich näher rangekommen an Dani Kwiat. Und ich glaube, die Strategie war gut. Also Medium würde ich wahrscheinlich wieder machen, auch wenn die Softs natürlich
beim Abtrocknen der Strecke schon extrem gut sind. Klar. Aber hey, schönes Ding. Gucken wir auf die Rangliste. Kwiat überholt Lance Stroll. Sehr schön. Und Pierre Gasly ist jetzt dran an Valtteri Bottas. 16 Punkte hinter Max Verstappen. Aha, aha, aha. Also deutlich besser performt als in der Realität. Und Haas zieht mit diesem Ergebnis vorbei an Alpha und an Renault. Krass. Heftig, heftig, heftig. Ja, Racing Point bei 69 Punkten. Damit sind wir weit genug weg. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, ihr Lieben, ich halte die Abmoderation relativ kurz. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Lasst gerne Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ja, verspreche ich jetzt mal nicht, dass die Karriere häufiger kommt. Aber ich sage, dass ich mir beste Mühe gebe. Mein Plan ist, ich meine, Dienstag kommt immer das AOR-Rennen dann online. Oder wenn es keine AOR-Rennen in der Woche dann gibt, dann kommt halt, ja, sowas wie Ranked-Rennen oder sowas. Werde ich mal ein bisschen gucken, ein bisschen was Multiplayer-mäßiges machen. Mittwoch, Freitag und Sonntag. Das ist so ein bisschen der Plan. Vielleicht mache ich Dienstag, Freitag und Sonntag und mache Mittwoch dann AOR, ja, die AOR rein. Ja, das ist zumindest der Plan. Das ist der Plan und ich hoffe, dass ich das jetzt umsetzen kann. Wie gesagt, sorry, dass es halt jetzt alles sehr, sehr ruhig wurde. Ich will das nicht versprechen, aber ich sag nur, erwartet gerne am Sonntag die nächste Folge. Die kommt jetzt am Freitag, oder? Kann sein. Erwartet Sonntag dann die nächste Folge. Hoffentlich kommt die dann. Und ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Haut rein und bis zum nächsten Mal.